1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema. Ein festes Thema die ganze Sendung über. Und das Thema heißt, mit Geld kann ich nicht umgehen. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die das von sich sagen. Mit Leuten, die zum Beispiel mal eine Erbschaft, vielleicht sogar eine große Erbschaft verprasst haben. Mit Leuten, die große Schulden gemacht haben. Oder mit Leuten, die mal Millionäre waren und jetzt aber gar nichts mehr haben. Oder auch gerne mit dem einen oder anderen, der sein ganzes Geld völlig unvernünftig in ein sehr spezielles Hobby pumpt. Also, mit Geld kann ich nicht umgehen. Wer von euch würde das unterschreiben? Und wer möchte gerne mit mir darüber reden? Wenn ihr gerne reden möchtet, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist der Ingo und Ingo ist 29 Jahre. Hallo Ingo. Hallo Domian. Hallo Ingo. Hallo. Du kannst es nicht mit dem Geld. Genau. Erzähl. Ja, also es fing an, gerade 18 geworden. Bitte? Gerade 18 geworden, ja. Bei Eltern ausgezogen, meiner zu dem Markt geschaut. Kannst du irgendwie ein bisschen näher rangehen? Das ist sehr verrauscht. Ja, da liegt wahrscheinlich am Telefon. Ja, jetzt klingt es schon ein bisschen besser. Gut. Also mit 18. Genau. Ja. Handyverträge gemacht. Ja. Und gerade erste Wohnung, Wohnungseinrichtung gekauft. Und ja, dann konnte ich die Schulden halt hinterher nicht begleichen. Ja. Und das waren circa 25.000 Euro. Das ist natürlich eine Menge mit 18. D-Mark. D-Mark, na ja, gut, genau. Immerhin, auch noch eine ganze Stange Geld. Ja, ja. Und das habe ich dann monatlich abgezahlt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viel D-Mark da jetzt insgesamt waren. Mhm. Weil die meisten Gläubiger, die haben halt gesagt, okay, komm, wenn du jetzt einen gewissen Betrag überweist, dann vergessen wir das. Mhm. Nochmal, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können. Für was waren so die Hauptausgaben? Du sagst Wohnung, hast du dir da spezielle Sachen auch noch für gekauft, dass das sehr teuer war? Ja, komplett Wohnungseinrichtung. Was noch? Stereoanlage, Fernsehen etc. Ja, gut, da kommt so einiges zusammen. Genau. Mhm. Und das ist dann halt, wie gesagt, beglichen worden. Ja. Und vor circa 2 Jahren bin ich meine Freundin auseinandergekommen und danach fing es halt alles wieder von vorne an. Mhm. Ach so, du warst dann ganz schuldenfrei? Genau. Du warst mit deiner Freundin zusammen, normales Leben geführt, jetzt ist die Trennung, hat die Trennung stattgefunden und dann ging es wieder los mit den Schulden machen. Genau. Mit dem Geld rausprassen. Ja, genau. Bis heute? Bis heute, genau. Ja. Und das sind so grob geschätzt 30.000 Euro. Oh weia. Und das kann ich halt nicht mehr begleichen. Ja. Hab mit den Gläubigern Angebote gemacht und so weiter und so fort, aber die sind nicht drauf eingegangen. Ja. Für was hast du diese 30.000 Euro denn ausgegeben? Online-Spiele, Pokern. Ach so, sowas. Mhm. Genau. Ja, wieder Fernseh, Stereoanlage und so ein Kram. Das Neueste vom Neuesten? Genau. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich bin Fachlagerist. Fachlagerist? Genau. Das heißt, so riesige Summen verdienst du nicht? Nicht wirklich. Ja. Diese 30.000, wer hat dir das Geld gegeben? Hast du auf Pump gekauft oder wie? Ja, wer hat das auf Pump? Ja, genau. Mhm. Bei so verschiedene Banken und halt im Internet halt, wie gesagt, ja, angemeldet und dann konnte halt nicht vom Konto abgebucht werden, weil nicht gedeckt war. Mhm. Und das läppert sich halt nach der Zeit. Bei wie viel Gläubigern stehst du denn in der Schuld? Laut Liste 25. 25? Genau. Kann man sagen, dass du das aus Frust gemacht hast, nach der Trennung von deiner Freundin? Mehr oder weniger, ja. Könnte man so eventuell sagen. War es denn so, dass vorher, also als du mit deiner Freundin zusammen warst, dass du diese Geldgeschichte völlig im Griff hattest für dich? Ja, ich war ja die ganze Zeit, auch als ich damals zu D-Mark-Zeiten die Schulden abgebaut habe, mhm, stand sie halt hinter mir. Die Freundin?
Genau. Mhm. Und sie hat halt auf mich eingeredet, dass ich das halt bezahle und so weiter und so fort. Und die hatte ein Auge auf dich? Genau. Mhm. Und dann war sie weg. Bitte? Und dann war sie weg. Genau. Mhm. Mhm. Halt auch wegen Schulden. Weil sie das halt nicht mehr mit sehen konnte, weil ich halt wieder neue Schulden gemacht habe. Ach so, das heißt, du hast mit den Schulden schon wieder angefangen, als du noch mit deiner Freundin zusammen warst. Genau. Ach so, ja, ich dachte, das wäre so eine Reaktion auf Trennungsschmerz und sowas gewesen. Ja. Ja, nicht nur dann. Jetzt bin ich seit Februar in der Insolvenz. Privatinsolvenz? Was heißt das genau? Erklär mal. Das ist halt, wenn man halt die Schulden nicht mehr begleichen kann, dann meldet man halt Insolvenz an. Mhm. Und das geht halt über 6 Jahre, beziehungsweise 7 Jahre. Und was sind die Bedingungen dann? Dass man sich, da bekommt man gewisse Vorlagen. Sprich, man muss dann hat man so einen Insolvenzberater. Mhm. Der wird vom Gericht, wird er bestimmt. Ja. Und der gibt halt verschiedene Vorlagen. Sprich, man muss halt sein ganzes, alles, was man halt verdient und so weiter, muss man ihm halt vorlegen. Mhm. Und sobald man halt neue Schulden macht, dann wird halt die Rechtsschuldbefreiung, die wird dann halt nicht. Achso, das heißt also, du musst dich jetzt absolut am Riemen reißen. Genau. Was bedeutet es, privat insolvent zu sein? Dass man dann halt nach exakt 6 Jahren schuldenfrei ist. Die wird dann halt vom Gericht entlassen. Aber nur, wenn man sich strikt an die Regeln dann auch hält. Genau. Ja. Ja, ist ja immer so eine komische Sache, ne? Das heißt, die Leute, denen das Geld zusteht, die gehen leer aus. Ja, man hat eine gewisse Pfändungsfreigrenze. Mhm. Das heißt, für eine alleinstehende Person, also Junggeselle, darf ca. 980 Euro verdienen. Ja. Alles, was darüber hinaus ist, muss man halt an den Gläubiger überweisen. Aber so viel wird das bei dir ja gar nicht dann sein, was du jeden Monat abgeben kannst. Ich verdiene rund 1800. Ach so, gut, dann kommt ja doch noch einiges zusammen. Genau. Ja. So, wie lange bist du jetzt, was hast du gerade gesagt, wie lange wann hast du Insolvenz angemeldet? Februar. Im Februar, genau. Mhm. Das kannst du jetzt schon ein bisschen überblicken. Jetzt haben wir Juni schon. Ja. Hast du dich bisher strikt dran gehalten? Ja, klar. Fällt es dir leicht? Nee. Nee? Nicht wirklich. Das heißt, du würdest schon gerne irgendwie wieder was machen? Ja, aber jetzt nicht mehr halt auf fremden Kosten. So, ich habe ein Hobby, ich mache Segelflugschule. Ja. Und da geht halt mein ganzes Geld halt im Prinzip drauf. Sprich, Miete und so weiter wird alles beglichen, ganz Fixkosten. Ja. Und für mein Hobby mache ich halt ganz gerne, was ich halt überhab. Also das ist ja auch noch schön. Da ist jemand privat insolvent und hat eine ganze Menge Schulden und er macht noch Segelflug. Wie geht denn sowas? Wo leben wir denn? Also hör mal, wenn ich dein Gläubiger wäre, würde ich ja sagen, pass mal auf, Junge, jetzt aber Schluss hier mit Segel, jetzt zahlst du erstmal meine Kohle zurück. Was kostet das denn mit dem Segeln? Da zahle ich rund 500 Euro im Monat. 500 Euro? Mhm. Ich darf ja an den Gläubigern, darf ich ja nichts bezahlen. Mhm. Ja, ja, ist klar, ist mir klar. Mhm. Ja. Aber dir bleiben letztendlich 980 Euro übrig im Monat. Genau. So, und von diesen 980 pumpst du 500 in die Segelschule? Ja, 470. Und von dem Rest kannst du Miete, Leben, Strom, Telefon, alles bezahlen? Genau, ich habe eine Miete, eine billige Wohnung. Ach so. 15 Quadratmeter. Ach so, gut, dann verstehe ich. Genau, da zahle ich komplett warm, zahle ich 90 Euro. Ach so, okay, da habe ich jetzt eine falsche Rechnung im Kopf gehabt. Ich dachte, du müsstest irgendwie auch die normale Miete zahlen. Dann kannst du es ja natürlich dann entsprechend dann so eben ausgeben, dann ist das ja auch in Ordnung. Genau. Ja. Fixkosten habe ich rund 200 Euro. Bitte? Fixkosten habe ich rund 200 Euro. Verstehe. Mhm. 6 Jahre ist ja dann auch doch eine ganz lange Zeit. Schon eine lange Zeit, ne? Sehr lange. Glaubst du, dass du es schaffst? Ja, ich hoffe es. Mhm. Wenn diese 6 Jahre um sind, kann man dann wieder so ganz normal leben und von, ja, ganz normal leben? Quasi von vorne anfangen? Das kann man schon nach circa 12 bis 18 Monate. Ja. Dann ist man in der sogenannten Wohlverhaltensphase. Ja. Sprich, da kann man wieder Geld ansparen. Mhm. Da kann man sich von seiner Pfändungsfreigrenze Sachen kaufen, mhm. die dann halt nicht zur Masse kommen. Sprich, was halt
nicht zu den Gläubigern fällt. Mhm. Und nach circa 9 Jahren, sprich die ganz normale Insolvenz, plus 3 Jahre später, ist dann auch wieder die Schufa weiß. Ach so, dann ist man ganz, ganz weiß wieder, ganz, ganz frei. Genau. Nur 9 Jahren. Was glaubst du, Ingo? Unsere Sendung heißt ja, mit Geld kann ich nicht umgehen. Warum ist das bei dir so, dass du mit Geld nicht umgehen kannst? Vor allen Dingen, du hattest ja schon einmal die schlimme Erfahrung gemacht und dann hast du es wieder gemacht. Warum kannst du mit Geld nicht so gut umgehen? Also ich war mal in therapeutischer Behandlung. Mhm. Und mit dem habe ich halt wochenlang getextet und also gequatscht und so weiter. Mhm. Auch hier früher, wie Teil in Kindheit war und so weiter. Mhm. Und er ist halt zu dem Entschluss gekommen, dass halt an der Kindheit lag. Mhm. Sprich, wir durften nichts kaufen, ja, und so weiter. Und jetzt würde ich halt so leben, was ich halt früher nicht konnte. Ah, verstehe. Das heißt, das, was dir vorher untersagt wurde, würdest du gerne so in vollen Zügen jetzt ausleben. Genau, laut Aussage von einem Psychologen. Ja. Ja, gut, das ist so eine Erkenntnis, die hilft einem auch nicht so ganz viel weiter, ne? Nicht wirklich. Das heißt, man muss sich am Riemen reißen, um dann wieder ein normales Leben führen zu können. Genau. Hinterher, irgendwann. Ingo, ich danke dir, dass du das so offen erzählt hast. Ist ja sicher auch nicht so einfach für jemanden, der so drin hängt. Nicht wirklich. Ja. Aber man ist anonym. Ja. Ich wünsche dir, dass du schaffst und dass du irgendwann wieder ganz normal auf die Beine kommst. Ja, klar. Alles Gute. Okay. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ja, ihr Lieben, solltet ihr gerade eingeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt, mit Geld kann ich nicht umgehen. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die entweder schwer Schulden gemacht haben, so wie Ingo das gerade erzählt hat. Oder mit Leuten, die vielleicht mal damals, als es diesen Aktienboom gab, vielleicht irrsinnig viel Geld gemacht haben und das ganze Geld ist wieder weg, wo auch immer. Oder die eine Erbschaft verprasst haben. Oder die ihr ganzes Geld in ein Hobby pumpen. Vielleicht sonst ist überall Schmalhans Kasse, aber das dicke Auto, der Geländewagen oder der Sportwagen, der steht vor der Tür. 0800 220 50 50, mit Geld kann ich nicht umgehen. Linda ist hier, Linda ist 52, guten Morgen. Linda. Ja, hallo Jörg. Ja, schönen guten Morgen. Schön mit dir zu sprechen. Ja, ich freue mich, dass du auch da bist. Ja, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Aber wir kriegen das schon hin, Linda. Ja, das hoffe ich. Du hast dich zu diesem Thema gemeldet. Daraus schließe ich, dass du auch nicht mit Geld umgehen kannst. Richtig. Also so ähnlich wie mein Vorredner habe ich also auch so circa 30.000 Euro Schulden. Mhm. Und die resultieren in erster Linie aus Käufen bei Teleshopping-Sendern. Ah, diese schrecklichen Kanäle, wo ich immer so ganz schnell wegzappe, weil ich sie nicht ertragen kann. Ja, genau, genau. Wo man nur Kram kauft, ne? Wo mir nie klar ist, warum kaufen die Leute das da? Warum gehen die nicht raus irgendwo und kaufen das im Supermarkt oder im Kauf, Gewerbegebiet oder irgendwo im Kaufhof oder sowas? Ja. Aber also 30.000 Euro sind da zusammengekommen. Ja, Für Sachen hast du es genau ausgegeben? Also es ist jetzt nicht nur in erster Linie davon, es ist auch ein Teil noch in die Wohnung gegangen, aber das ist doch schon, ich sag mal, die Hauptlast, weil ich bin also kaufsüchtig. Du sitzt dann vor dem Fernseher? Ja. Und dann wird irgend so ein alberner Reinigungsschaum angeboten fürs Badezimmer. Und dann sagst du, wow, den will ich haben. Nee. Nee? Also da bin ich ziemlich resistent gegen eigentlich. Das ist in erster Linie sind das Klamotten, also Kleidung. Ah. Aber gerade das finde ich noch unnachvollziehbar, weil Kleidung, die packt man doch gerne an, die guckt man sich doch gerne an oder probiert die sogar an. Ja. Wieso kaufst du die im Fernsehen? Ja, ich habe so ein bisschen Figurprobleme und habe also da meine 2 Sender, wo ich also Sachen kaufen kann, die also dann in erster Linie auch passen. Ach so. Und solche Geschäfte gibt es nicht in deiner Stadt, wo man das kaufen kann? Gibt's schon, aber das ist mir dann irgendwie ein bisschen zu stressig. Verstehe. Kann man also sagen, dass das Hauptgeld, also neben der Wohnung, was du gerade gesagt hast, für Klamotten dann ausgegeben wurde? Ja, kann man sagen. Da also, musst du ja auch wahnsinnig viel Klamotten zu Hause haben. Ja, ja, also meine Schränke bersten auseinander. Wie viele Paar Schuhe hast du? Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Echt so viele?
Ja, bestimmt 30 Paar mindestens. Ja. Wenn nicht mehr. Diese Summe, 30.000, in wie vielen Jahren hat die sich zusammengehäuft? Ja, also es ist eigentlich auch so, dass es nicht das erste Mal ist, dass ich so einen Berg an Schulden habe, sondern das hat sich eigentlich, Entschuldigung, hat sich eigentlich so mein ganzes Leben immer mit Krediten bewegt. Dass ich also immer auf großem Fuß gelebt habe und mehr Geld ausgegeben habe, als ich hatte. Und wie bist du dann mit den Schulden früher zurechtgekommen? Ja, das ging also immer so, dass also erst der Dispo erschöpft war, dann habe ich bei der Bank einen Kredit beantragt und habe dann also einen Kredit zurückgezahlt und dann ging es also eigentlich schon wieder weiter. Also du hast dich da immer so irgendwie durchlaviert. Ja, ja. Es gab nie eine private Insolvenz, was wir gerade gehört haben. Ja, nee, das... Das gab es nicht. Was heißt, das ist bei mir wohl leider nicht möglich. Das ist leider nicht möglich? Ja, weil ich habe also quasi nur einen Gläubiger und das ist die Bank. Ach so, du leihst dir das Geld immer von der Bank, um dann die Dinge bei dem Fernsehsender bezahlen zu können. Ja, genau. Warum leiht dir die Bank überhaupt immer noch Geld? Ja. Das ist wahrscheinlich eine gute Frage, ne? Ja, ist eine gute Frage. Weil die Banken auch Spaß daran haben, die Leute reinzureißen? Genau. Mhm. Genau, also ich hatte jetzt, also ich will jetzt die Bank nicht nennen. Nein, nein, natürlich nicht, das machen wir nicht. Nee, da ist eine nicht besser als die andere wahrscheinlich. Ja, genau. Nochmal eine Aufstockung gehabt bei dem Kredit, den ich laufen hatte und bin also quasi auch von der Bank mehr oder weniger gezwungen worden, weil es anders ja auch, wo sollte ich an Geld kommen, das zu schlechteren Konditionen abzuschließen. Was heißt das? Zu wie viel Prozent? Das sind so um die knapp 7%. Mhm. Mhm. Bist du berufstätig? Nee, leider nicht mehr. Wie sind denn, woraus resultiert dein Einkommen? Ich bin im vorzeitigen Ruhestand und habe eine kleine Pension. Darf ich dich fragen, wie viel du bar im Monat hast? Jetzt abgerechnet von den Schuldenregulierungen, oder? Nee, lass mal die Schuldenregulierung weg, was dir eigentlich so zur Verfügung stünde, wenn du jetzt auch keine Schulden hättest. Also es sind 1800 Euro. Du hast ja nicht schlecht. Du bist alleinstehend. Ich bin alleinstehend, leider, ja. Ja, aber damit kann man ja ganz gut über die Runden kommen. Könnte man schon, ja. Und wie viel geht jetzt im Moment an Schuldentilgung ab im Monat? Das sind knapp 500 Euro. Geht ja auch noch. Geht auch noch, ja. Mhm. Aber dann kommt natürlich Miete und Versicherung, Telefon. Mhm. Mein Auto habe ich mittlerweile verkauft. Das heißt, so viel, also Geld für mal im Urlaub fahren oder irgendwas sich Besonderes leisten, ist dann gar nicht mehr drin? Nee, leider nicht. Das ist also im Monat eigentlich doch so, dass ich schon auf ein bisschen auf den Pfennig gucken muss. Mhm. Wenn man dann diese Sachen sich kauft, du sitzt vor dem Fernseher und bestellst dir dann wieder einen neuen Rock oder ein paar neue schicke Pumps, wie lange hält die Freude vor, wenn die Sachen angeliefert werden? Ja, also das ist so, dass ich also ähnlich wie ein Alkoholiker so ganz aufgeregt bin, wenn das Paket kommt und das also auch teilweise mit zittrigen Händen dann öffne und dann die Sachen schon mehr oder weniger aus dem Päckchen rausreiße und dann anprobiere und dann ist also eigentlich aber auch schon fast die Lust dran vorbei. Ach so, das heißt, der Lustvorgang hält dann vielleicht eine Viertelstunde an? Ja, oder so einen Tag, kann man mal sagen. Gibt es Sachen, die du dir gekauft hast, die du nie hinterher getragen hast? Ja, das gibt's auch. Das gibt's auch? Ja. Und mittlerweile entsteht sicher dann auch, du hast es gerade angedeutet, ein Platzproblem in der Wohnung. Wo bleibt das ganze Zeug? Ja, ja. Ich bin also im Moment gerade beim Aussortieren. Was heißt aussortieren?
Schmeißt du das dann weg oder wie gehst du davor? Nee, also ich habe einen Teil, was also noch gut erhaltene Sachen sind, das bringe ich zum Second-Hand-Laden. Mhm. Aber es ist sehr schwierig, da was zu verkaufen. Glaube ich. Und wenn, dann kommt da nur ein bisschen bei rum. Ja, also es rentiert sich kaum. Du bist ja erst 52 Jahre alt. Ja. Soll das jetzt bis ins hohe Alter so weitergehen? Ja, also eigentlich sitze ich zu Hause und warte darauf, dass mein Leben zu Ende ist, weil ich also auch nichts Lebenswertes mehr so sehe. Du bist sehr einsam. Ja. Hast du eine Erkrankung, eine schwerwiegende? Ja, ich leide seit Jahrzehnten unter Depressionen. Mhm. Gibt es über diese Erkrankung hinaus noch andere Erkrankungen? Nee. Hm. Hast du ein Umfeld? Gibt es doch noch die ein oder andere Freundin oder Verwandtschaft, mit denen du Kontakt pflegst? Also Richtung Freundschaft hat sich das sehr reduziert in den letzten Jahren. Mhm. Und mit meiner Familie, das ist also ausgesprochen kompliziert, der Umgang. Mhm. Also das heißt wirklich, dass du sehr viele Zeit alleine verbringst? Ja, kann man sagen. Mhm. Hattest du mal eine Partnerschaft oder warst du gar verheiratet mal? Nee, verheiratet nicht, aber in verschiedenen Partnerschaften schon. Aber es hat alles nicht... Und es wäre schon eine Sehnsucht, weil du vorhin gesagt hast, leider lebe ich alleine. Da ist schon eine Sehnsucht, dass du eventuell gerne wieder einen Freund hättest. Ja, wenn es passen würde, ja. Wenn du mir sagst, dass du über so viele Jahre an Depressionen leidest und dieses auch noch gekoppelt ist mit, das ist ja eine Sucht, diese Kaufsucht, ja, die dich dann in dieses finanzielle Desaster hinein saugt, warst du denn im Laufe dieser vielen Jahre bei einem Arzt und in guter psychologischer Betreuung? Ja, also ich bin noch in psychologischer Betreuung. Ich war also auch mehrfach, habe ich Klinikaufenthalte hinter mir, auch Suizidversuche. Mhm. Und aber es hat ja nichts gebracht. Es hat letztlich... Und nehmen auch Tabletten, aber es wirft mich doch immer wieder zurück. Das heißt, es gibt auch keine gezielte und effektive Behandlung gegen die Depression? Ja, also schon mit Tabletten. Ja. Wobei ich dann immer das Gefühl habe, ob es nicht ohne Tabletten genauso wäre als mit Tabletten. Mhm. Das würde mir als Laie jetzt sagen, das ist dann keine gute Medikamentierung. Wenn du dich nicht besser fühlst danach. Das ist also schon unheimlich viel ausprobiert worden, also gerade bei den Klinikaufenthalten. Mhm. Und da habe ich also vieles auch nicht vertragen oder vieles hat also nicht so gewirkt, wie es sollte. Und das ist immer schwierig, jetzt was Neues zu nehmen, weil dann sollte man das möglichst auch im Krankenhaus umstellen. Und da ich seit 4 Jahren jetzt nicht mehr in der Klinik war, bin ich also auch nicht gerade erpicht darauf wieder. Aber du bist auch bei einem Arzt in Behandlung zurzeit. Ja, ja. Das schon. Du hast gerade so gesagt, dass du darauf wartest, dass du, dass das Leben zu Ende geht. Ja. Was mich ein bisschen erschrocken hat, wenn ich mir dein Alter anschaue. Ja. Und auch wenn ich deine Stimme höre, weil ich finde, das ist eine sehr sympathische und lebensbejahende Stimme, die du hast. Danke. Wirklich. Es ist keine finstere Stimme. Mhm. Gibt es etwas, was du dennoch am Leben schön findest? Oh, jetzt dauert es lange. Fußball. Fußball? Na, dann muss es dir in den nächsten Wochen sehr gut gehen. Ja. Da kannst du ja viel gucken und viel Fernsehen genießen. Genau. Liebe Linda, das ist ja dann schon ein sehr komplexes Thema, deine Erkrankung mit all den zusammenhängenden Dingen, die wir gerade besprochen haben. Ja. Ich würde dich gerne von meinem Psychologen noch etwas beraten lassen. Ja.
Ich kann dir von meiner Seite nur aussagen, sofern mir das zusteht, nach einem 10-12 Minuten Gespräch, in Anbetracht auch der Länge deiner Erkrankung, dass ich es dir so von Herzen wünschen würde, wenn du dennoch wieder Fuß fassen könntest. Das ist lieb. Und wenn du doch wieder einen etwas mehr Sinn im Leben sehen könntest. Du bist körperlich gesund, das ist eine große Gnade. Du hast eine seelische Erkrankung, das ist sehr schwerwiegend. Aber du bist körperlich gesund, was sehr toll ist. Ja, und manchmal ist das Seelische schlimmer als das Körperliche. Natürlich, ja. Und wenn das Ganze gekoppelt noch wäre, dass du hast ja Zeit, dass du dir etwas suchst, was deinem Leben für dich Sinn gibt. Dass du sagst, das ist eine sinnvolle Tätigkeit. Mhm. Vielleicht irgendwas Karikatives. Ja, da bin ich auch auf der Suche. Ne? Das, glaube ich, ist mit die beste Medizin. Wenn du merkst, Mensch, was ich hier tue, das hat wirklich Sinn. Das ist tausendmal besser als Trübsinn zu blasen und vorm Fernseher zu sitzen. Mhm. Dann könntest du vielleicht doch nochmal für dich eine Chance kriegen. Ich würde es dir wirklich, wie gesagt, von Herzen wünschen. Ja, ich danke dir. Liebe Linda, dann leg doch bitte auf und der Peter, mein Psychologe, ruft dich nochmal an. Ja. Von Herzen alles Gute. Ja, und du machst eine tolle Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Ja. Tschüss. Danke dir, tschüss. Unser Thema heute Nacht: Mit Geld kann ich nicht umgehen. Offensichtlich sieht das Freddy, 27, genauso. Der ist nämlich jetzt hier bei mir in der Leitung. Hallo Freddy. Hallo, grüß dich, Domian. Hi. Ferdi. Ferdi. Ja, aber egal. Nee, nicht egal. Abgekürzt von Ferdinand. Ich verstehe. Ferdi. Ferdi, kein Thema. Warum? Domian, grüß dich. Folgendes. Das Problem ist bei mir, insofern, ich bin Fernfahrer. Ja. Das heißt also wirklich weite Touren und gebe im Monat 1300 Euro für Prostituierte aus. Im Monat 1300 Euro? Ja. Und wie viel verdienst du im Monat? An die 2000. Hast du Familie noch? Nee, ich bin alleine und habe auch Pech mit Beziehungen und aufgrund dessen bin ich also vollkommen vereinsamt, mache also dadurch auch Sondertouren und insofern... Bist immer auf der Straße? Bitte? Bist quasi immer auf der Straße? Ja. Kann man so sagen. Aber eine Wohnung hast du noch irgendwo? Ja, klar, eine Wohnung habe ich. Ich wohne also sogar im, also jetzt im Düsseldorfer Bereich, ne? Ja, ja. Aber fast die ganze Kohle geht dann für die Prostituierten drauf. So ist es. Das ist das Problem. Seit wann geht das schon so? Das ist seit anderthalb Jahren eigentlich. Aber jetzt, wo das also richtig zur Sache geht, das ist seit knapp einem Jahr. Wie soll ich sagen, das ist also richtig teuer jetzt in der Richtung. Ich habe also fahre ich auch Minus und mache dann Schulden. Weil du so viel ausgibst für die Frau. Weil ich so viel ausgebe dafür, richtig. Das ist dann wie so eine Sucht schon, sagen wir mal. Ja, das glaube ich auch. Und weil das auch eine Enttäuschung ist, die ich mitgemacht habe, sagen wir mal, durch Enttäuschungen mit Frauen. So, darauf wollte ich hinaus. Hattest du vorher Beziehungen oder eine längere Beziehung? Ja, also im Prinzip länger nicht. Das längste war mal 3 Monate in der Richtung und habe dann also Pech in der Richtung mit Frauen. Bin auch nicht so besonders, soll man sagen, ausgestattet in der Richtung und vielleicht hängt das damit zusammen. Und die Damen, wo ich dann hingehe und bezahle dafür, die müssen mich ja nehmen, weil ich ja Geld springen lasse. Verstehe. Das heißt, ausgestattet, du bist mit deiner Penisgröße nicht zufrieden. Ja, das ist also das Manko an der Sache. Erzähl, wie groß wird er? 6. 6? Im irrigierten Zustand? Ja. Ja. Okay, sehe ich ein, ist ein Problem. Ja, und da, wenn du natürlich Gelder springen lässt, dann wird das Problem irgendwo verdrängt. Und das ist das vielleicht meine Traumwelt oder Illusion, die ich mir dann gebe. Die Beziehung, die du hattest, 3 Monate ist ja wirklich nicht lang. Sind die daran gescheitert, an dem zu kleinen Penis? Ja, es klappte irgendwie nicht. Ne? Also das habe ich also irgendwie einsehen müssen. Das war also schon so, dass man das also absolut merkte. In dem Sinne, dass die Frauen gesagt haben, nee, habe ich keinen Bock drauf, oder weil das... Ja, das war es, ja. Ja. Manchmal war es sogar im Vorfeld schon so, beim Sehen schon alleine und dann, ja, also das ging an die Psyche und dadurch fühlt man sich bei diesen Frauen, die dann das Ganze kaschieren und wenn Geld da ist, dann machen die gute Miene zum bösen Spiel, ja, sozusagen, und dann lebt man in der Traumwelt und fühlt sich wieder absolut vollwertig und das ist das, warum ich das mache. Verstehe, also das ist schon nachvollziehbar. Es ist auf der also irgendwo, ich fühle mich dann nicht mehr irgendwie unkomplett, sondern irgendwo ganz anders. Und das ist also. Aber warum so häufig? Was denn? Warum so häufig, dass du so viel Geld hast? Ja, das ist also, das
fing an mit würde ich sagen, mit ein, zweimal im Monat. Dann wurde das auf einmal mehr. Und irgendwo kam die Bestätigung, dass das irgendwo zu so einer Sucht wurde. Und dann gab es dann verschiedene auf der Strecke, die man dann irgendwo, die dann schon sagten, kommst du denn wieder vorbei und so, wenn du wieder hier bist. Und irgendwie, da fühlte man sich irgendwie verpflichtet. Und so wurde das immer mehr in der Richtung. Und dann habe ich nachher, dachte ich dann, Mensch, das geht verdammt ans Eingemachte. Irgendwo jetzt fahre ich schon minus. Wenn du nicht aufpasst, hast du einen dicken Schuldenberg und dann bist du auch nicht mehr zufrieden. Aber genau darauf wollte ich hinaus. Also du musst jetzt wirklich in der Tat die Notbremse ziehen. Du hast ein Problem über das wir gerade gesprochen haben. Was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass du jetzt auch noch ein existenzielles Problem bekommst. Dass du entweder große Schulden hast oder dass du aus deinem Job rausfliegst. Das ist es, ja. Das ist es. Ja, wie viel zahlst du da jedes Mal bei den Frauen? Ja, ich habe bei einigen schon Stammpreise zwischen 50 und 75 Euro. Das sind schon Freundschaftspreise, aber es kann auch schon mal bis 150 gehen oder so. Und mittlerweile habe ich die letzten 4 Monate auch schon mal in so Swingerclubs verbracht oder so. Dann gab es dann auch ja Essen dabei und so weiter. Du bist ja ein ganz junger Kerl, du bist ja erst 27. Ja, ja. Hast du dich denn früher, als du noch jünger warst, hast du dich nicht mal irgendwann mal so richtig verguckt in eine Frau? Also wirklich verliebt, dass es gar nicht um das Sexuelle in erster Linie ging, sondern dass du dich richtig herzensmäßig verliebt hast. Doch, sicher, das ist klar, ist das passiert. Und und irgendwie, weil man da irgendwie kein Glück dann hatte und das klappte dann nicht, ist man dann irgendwo frustriert gewesen, dass man überhaupt gar nicht mehr auf Frauen sonst hier zugeht, im normalen Fall. Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist man dann auch zurückhaltend und traut sich gar nicht, auf eine Frau zuzugehen, die man vielleicht eigentlich ganz nett findet, um nicht den Frust sich wieder einzukaufen. Weil man denkt dann, was ist in 4 Wochen oder in 8 Wochen? Ja, nach der ersten Nacht dann. Ja, oder so. Ja. Aber ich meine, du hast es gerade völlig richtig formuliert für dich selbst. An der einen Sache kannst du nichts ändern, das ist nun mal so deine Natur, das ist so. Aber du hast aber dein Leben in der Hand. Dafür bist du selbstverantwortlich. Und wenn du einen guten Job hast, wo du gut verdienst, ist das schon mal eine gute Sache. Mach das bloß nicht kaputt. Wenn du ihr sagst, das ist ein Suchtverhalten, schon glaube ich auch. Ich meine, das ist ja noch relativ frisch alles. Du bist erst ungefähr ein Jahr, sagst du, dabei. Je länger eine Sucht andauert, desto schwieriger ist es, da rauszukommen. Je früher man es schafft, irgendwo einen Riegler vorzuschieben, desto besser. Das ist richtig. Das Problem ist aber, was viele nicht erkennen oder so, oder sagen wir mal im engsten Freundeskreis, wo man das mal angeschnitten hat, das Thema, was die nicht erkennen, selbst bei mangelnder Größe ist der Trieb genauso da. Natürlich. Das ist das Problem an der Sache. Natürlich, ja. Natürlich. Und das ist das Dumme. Und wenn man das irgendwo anders nicht kriegt, in der Harmonie, wo ich mich ja nachsehne, versucht man die irgendwie zu kaufen. Und das Dumme ist aber, nach jeder Nummer im Klartext ist man da hinterher total fertig und enttäuscht und denkt, Mensch, wieder jetzt die Kohle weg, das hast du jetzt davon gehabt. Es ist wahrscheinlich. Aber das ist wie ein Trieb, der dann wieder kommt in der Richtung. Ich könnte mir vorstellen, dass genau in dem Moment, wenn der Orgasmus vorbei ist, du in ein tiefes Loch fällst. So ist es. Dann denkt man, Mensch, das war es gar nicht wert. Ja. Und dann irgendwo einen Tag später denkt man schon wieder anders. Ja, also so kann es nicht weitergehen. Das ist also, die Enttäuschung ist dann hinterher. Da denkt man dann, Mensch. Ich verstehe. Ob das so viel, und ich hatte also mit einem, der ein ähnliches Problem hatte, ein Kollege, der ist allerdings schon 20 Jahre älter, der sagt, er hätte das gleiche Problem gehabt, als er jünger war, und jetzt, wo er älter und ruhiger ist, ist er das gelassener und geht dieser Sache aus dem Weg und geht überhaupt nicht mehr zu Prostituierten. Der kann natürlich auch leicht reden, ja, weil er mittlerweile Frau und 2 Kinder hat. So, das Problem ist nur, wenn du dem jetzt nicht Einhalt gebietest, kann das Ganze dich, wie wir es gerade schon besprochen haben, in den absoluten Ruin treiben. Und das darf auf keinen Fall passieren. Du musst einen Weg finden, diese Sucht in den Griff zu kriegen. Wir überlegen mal gleich im Hintergrund nochmal, ob wir dir da ein bisschen behilflich sein können. Ich bin sicher, das können wir. Und ich finde auch, du musst irgendwie versuchen, eine Gegenwelt zu deinem Beruf aufzubauen. Ein soziales Umfeld mit Freunden und so weiter. Dass du natürlich immer wieder auf diese Problemstöße, was du hast, das ist klar. Aber irgendwann musst du lernen, wie man das lernt, weiß ich auch nicht, kann ich ja nicht sagen, das rundherum zu akzeptieren. Ja, ja. Indem du dir einfach auch noch andere Bereiche schaffst, die dir Spaß machen, die du gerne machst, wo du auch Freude daran findest. Es ist bestimmt nicht der richtige Weg, sich absolut mit Arbeit zuzuknallen, wie du es jetzt im Moment tust.
Das fördert ja deine Vereinsamung noch viel, viel mehr und treibt dich noch mehr zu den Prostituierten. Das heißt, dann hast du dann schwachen Trost. Dann sagt dann ein anderer auch, ja, da kannst du auch dann, wenn dir da langweilig ist, in Spielcasinos gehen. Sag ich, nee, bloß nicht. Erstens habe ich ja kein Interesse dran und da ist man noch mehr der Verlierer in der Richtung. Absolut, ja. Nein, ich meine auch mit, wenn du dir Freiraum schaufelst und Freizeit hast, dass du dir versuchst, da etwas aufzubauen im Bereich Hobbys. Ich weiß nicht, was dich noch so interessiert. Musik. Ja, ist auch schon mal ein guter Ansatzpunkt. Das ist ein guter Ansatzpunkt. Da kann man eine Band gründen oder weiß ich was und ist sofort in einem ganz anderen Leben drin. Also ich hatte sogar vorher zwei Autos, aber ich kam ja eh nicht zum Fahren und aufgrund dieser prostituierten Geschichte habe ich ein Auto schon verkauft. Ja, das geht nicht so weiter, Ferli, das geht nicht so weiter. Ich denke nachher, wenn er nachher keine Miete mehr bezahlen kann, ich so. Glaube, das ist der nächste Schritt. So, genau, das ist es. Wie sieht das denn aus mit Freunden und Umfeld, Familie und sowas? Ja, also ich meine, man wird eingeladen, aber so viel Zeit hat man ja nicht. Ich fahre ja wirklich also dicke Touren. Das ist also richtig auch Strecken, die stellenweise bis nach Russland runtergehen. Mm-hmm. Ne? Aber du könntest das reduzieren, wenn du wolltest. Ich könnte das reduzieren. So, ja, und das musst du machen. Irgendwie mache ich das manchmal extra, dass ich da diesen Marathonjob da mache. Ja. Oder manchmal fahre ich auch illegal. Das heißt, darf ich gar nicht hier sagen, so laut, dass ich das. Ja, also das ist alles nicht das Richtige. Das ist nicht wenn das Richtige. Wenn da einer kriegt oder so, ich meine, man hat ja diesen Fahrtenschreiber oder so. Wenn ich ja. reisen werde, bin ich schon richtig dreif dann, ne? In der Richtung. Das ist nicht das richtige Leben. Das ist ein. Du bist absolut auf der falschen Fährte. Du machst dich so kaputt. Ja, das stimmt. So, du musst ja erstmal mehr Freiraum schaffen. Da musst du Sachen machen, die dir Spaß machen. Musik finde ich ein gutes Stichwort. Wenn du Spaß an Autos hast, finde ich auch eine gute Sache, wenn du daran bastelst und schraubst und weiß ich was. Ja, ich hatte auch schon an der anderen Sache, hatte ich gedacht, gegen die Therapie das Teil vergrößern zu lassen. Also das wären so 15.000 Euro für 3 Zentimeter, aber es wäre immer noch nicht die Welt. Ferdi, ich habe das hier schon ein paar Mal gesagt. Ich würde da dringend von abraten, weil es keine seriöse Operationsmethode gibt, die da was Ordentliches verspricht. Die Gefahr, dass es noch schlimmer ist oder dass irgendwas schiefläuft, ist einfach zu groß. Ja, und laut Frauen ist er ja, wenn er immer noch unter 10 ist, ja immer noch zu klein. Das ist ja das Problem. Ja. So, jetzt möchte ich gerne, dass du mit meinem Psychologen ein paar Worte redest. Weil ich glaube, dass man diese Suchtgeschichte und vielleicht generell die Einstellung zum Leben und wie du das anders organisierst, vielleicht mit einer Therapie am besten hinbekämst. Vielleicht habe ich es aber richtig schon erkannt, dass ich dachte, es ist eine Sucht. Ne? Eine Sucht muss es ja sein. Glaube ich, ja, glaube ich. Aber zum Beispiel, um eine Therapie anzugehen, brauchst du auch schon Zeit. Da kannst du nicht in Russland rumfahren. Das stimmt. Ne? Also ja, kommen wir wieder an das Thema ran, klar. Dann habe ich wieder ein Problem mit dem Job, das ist es. Ja gut, aber du hast gerade selbst gesagt, du kannst reduzieren. Ja, das stimmt. So. Ferdi, jetzt legst du bitte auf und wirst von Peter, meinem Psychologen, zurückgerufen. Und ich wünsche dir viel ja, Glück. Gerne. Alles Gute von Herzen. Vielen Dank, Domian. Weiter so mit deiner Sendung. Dankeschön, tschö. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer hier. Die kostenfreie Telefonnummer. Heute für alle Leute, die sagen, mit Geld kann ich nicht umgehen. Umso passender oder günstiger ist es dann ja, dass diese Nummer kostenfrei ist. Ja, wenn ihr also auch so einen Satz sagt, ich kann mit Geld nicht umgehen, ich habe vielleicht schon Tausende oder Hunderttausende von Euros, von Euro, man sagt es ja ohne S, von Euro verprasst. Oder ich investiere mein ganzes Geld oder pumpe mein ganzes Geld in ein eher verrücktes Hobby und so weiter. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Christian ist hier. Christian ist 44. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Christian. Also, naja, ich möchte jetzt gar nicht provozieren oder so, aber ich würde gerne mal die Sache von der anderen Seite aufrollen. Und zwar, also ich gestehe, ich kann mit Geld nicht umgehen. Aber es macht auch noch Spaß, mit Geld nicht umgehen zu können. Ich sag dir auch, warum. Weil du genug hast. Bitte? Weil du genug hast. Naja, nicht mehr, leider nicht mehr. Ich habe mittlerweile mehr als Schulden, mehr Schulden als gut ist. Aber der Punkt ist doch der, ich stehe mit Geld nicht umgehen zu können. Und das ist letztlich aber auch so, dass es halt einfach auch viel Spaß macht, Geld auszugeben. Und ja. Um das kurz ein bisschen zu erzählen, wir haben also, ich wohne hier in Oberbayern an. Ja. Und wir sind in relativer Nähe zur österreichischen Grenze. Mhm. Und wir hatten mit einer keine besonderen Geschäftsidee, aber mit einer Geschäftsidee im Zeitraum von 1988 bis 1998 in etwa, jetzt ein paar Monate hin oder her, relativ viel Geld verdient. Wir waren zu dritt, wir waren so ein Österreicher und zwei Leute aus Bayern. Darf ich fragen, wie viel Geld?
Was heißt, ja, also soll ich sagen, wie viel Geld? Ich kann dir das so sagen, ich habe ungefähr in diesem Zeitraum von 1988 bis heute in etwa 3 Millionen Euro ausgegeben. Gut, das ist schon eine ganze Stange. Ja, damals waren Schilling, dann war es mal eine Zeit lang Mike und jetzt sind es halt Euro, wenn man es jetzt umdreht. Das ist sicherlich eine ganze Stange. Und das Ganze könnte oder wäre vielleicht auch heute sogar noch relativ gut gelaufen. Das Gewerbe, nur einer unserer oder mein deutscher Partner, Mitgeschäftsführer, hat halt dann auch durch verschiedene Umstände aus dem Privaten heraus irgendwie mit dem Geld überhaupt nicht mehr klargekommen und hat dann eben mit Betrügereien die Sache eigentlich in den Graben gefahren, muss man sagen. Und als wir das dann registriert haben, also er sich für diesen Bereich des Geschäftes war ja zuständig und wir hatten da auch uns gar nicht so drum gekümmert, halt jedenfalls lag das Kind im Brunnen, als wir so richtig gemerkt haben. Also diese Firma gibt es heute nicht mehr. Die gibt es heute nicht mehr. 3 Millionen Euro ungefähr ausgegeben. Für was hast du es ausgegeben? Ja Gott, Mensch, es ist, Dominik, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wie schön es ist, wenn es einem gut geht. Ein schönes Auto, tolle Reisen, natürlich letztlich auch tolle Frauen. Da kommt halt eins zum anderen. Und die Problematik, die daraus entsteht, ist eigentlich nur die, das Geld war dann ja weg. Ne? Irgendwann mal war es weg. Also wirklich für solche Sachen, die relativ dann an Wert verlieren, ein Auto verliert schnell an Wert, eine Reise ist sowieso vorbei, wenn sie vorbei ist und das Geld ist weg. Du hast es nicht investiert, dass du dir irgendeine tolle Villa gekauft hast, oder? Man hat sich sicherlich schon das Haus, in dem wir wohnen, das ist, konnte gerettet werden, wenn man es mal so sagt. Und das ist aus der damaligen Zeit noch, es gibt auch noch ein zweites Haus in der Nähe, aber ich meine, es ist nicht so, dass ich jetzt ausgesagt hätte, da war ich zu doof. Ja. Ja, du sagst wir, hast du eine Familie? Ja, ja, klar. Ja. Ich habe Familie, Kinder, bin auch seit 25 Jahren mit meiner Frau verheiratet. Ach so, weil du gerade gesagt hast, ich habe das Geld für Frauen ausgegeben, für Autos. Ja, gut, ich meine... Du bist fremdgegangen. Ich und wahrscheinlich noch 80% aller bundesdeutschen Männer. Also natürlich, sagen, natürlich. Was es nicht besser war. Damit. Ja. Man muss sich das einfach so vorstellen, dass man halt dann in einem gewissen Kreis von Leuten war. Wir sind dann zum Teil in sehr vielen Casinos gegangen. Spielcasinos waren also wie eine zweite Heimat. Und man hat sich dann schon, man hat dann Leute kennengelernt, die halt auch viel Geld hatten. Natürlich, ja. Und dann kam man halt plötzlich auf den Trip. Ich kann ein gutes Beispiel erzählen. Ich hatte also nie irgendwas für Uhren übrig, überhaupt nicht. Hab dann jemanden kennengelernt, mit dem ich mich sehr gut befreundet habe, der also absolut auf einen Uhrenfetischist war, müsste ich schon beinahe sagen. Und irgendwie hat er mich damit infiziert und ich habe mir dann mit Sicherheit so für 200.000-300.000 D-Mark zum damaligen Zeitpunkt innerhalb ein, zwei Jahren Uhren gekauft. Ja. Das ist mir wirklich auch unbegreiflich, dass man für eine Uhr so viel Geld ausgeben kann. Ja, heute ist es mir auch unbegreiflich. Also ich habe da noch 2-3 Uhren aus der damaligen Zeit, die liegen jetzt noch irgendwo bei mir in der Schublade rum. Ich mag sie heute nicht mehr anlegen. Also jetzt eine Breitling, die kostet ja auch nicht die Welt, aber irgendwie, was ich, 12.000, 13.000 Mark damals. Aber ich möchte die heute gar nicht mehr haben. Aber damals habe ich mich infizieren lassen. So, in deinen Hochzeiten damals, also auch mit den entsprechenden reichen Leuten zusammen warst, was für ein Auto hast du gefahren? Oder wie viel? Ja, Autos habe ich also schon immer sehr viel Wert drauf gelegt, auch zum heutigen Tag noch. Ich kann mich erinnern, damals, als es losging, war das erste neue Auto, ein Porsche 928 GTS. Nicht gerade bescheiden. Der war damals, glaube ich, mit 92.000 Mark natürlich schon eine heftige Stange. Ja, ja. Und dann waren es die S-Klassen von Mercedes alle. Hm. Das ist das Einzige, was ich mir wirklich nach außen bis heute bewahrt habe. So, lass uns über heute reden. Du hast 3 Millionen irgendwie rausgeballert. Bist du heute arm? Hast du Schulden? Offensichtlich nicht, wenn du Autos noch hast. Also, naja, das ist eben der Punkt, dass man da natürlich schon auch ein bisschen Vorsorge treffen kann. Ich meine, ich weiß nicht, wie ich das jetzt so formulieren soll, ohne allzu verblödet rüberzukommen. Aber der Punkt ist doch, wenn ich 25 Jahre verheiratet bin und habe Kinder, habe ich auch schon erwachsene Kinder. Und wenn man alles ein bisschen nicht zu provokant auftritt und wenn man alles ein bisschen mit Hirn durchdenkt, kann man vieles von dem, was man macht, natürlich auch über die Kinder abwickeln. Ja? Mhm. Ich brauche also keine eigene Kreditkarte, um eine Kreditkarte zu haben. Mhm. Ich brauche kein eigenes Konto, um ein Konto zu haben. Ich brauche, ich fahre A8 neu, 4 Monate alt, Listenpreis 141.000 Euro mit dieser Ausstattung. Der Brief liegt im Schubladen und kein Gerichtshof dieser Welt wird den mir nehmen können, weil er mir offiziell halt nicht gehört. Also höre ich daraus, dass du Schulden hast, aber du trickst das irgendwie so? Ich habe ca. eine 500.000 Euro Schulden. Du hast 500.000 Euro Schulden und fährst einen 140.000 Euro teuren Audi. Da werde ich dir aber noch eine ganze Menge anderer Leute... Das glaube ich. Das ist alles Trickserei. Das heißt, das läuft irgendwie über andere Leute und du hattest...
Aber wenn das über andere Leute läuft, heißt das doch, dass diese anderen Leute, sprich deine Kinder, müssen doch dann diese Kohle irgendwie haben. Woher haben die das Geld? Natürlich, das ist vollkommen richtig, was du sagst, aber es gibt da diesen schönen Spruch, wo kein Kläger, da kein Richter. Es fragt halt auch gar nie jemand und vor allem müsste ich mich niemandem offenbaren. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sohn habe mit 25, der einen guten Job hat, der könnte in der Spielbank gewonnen haben, der könnte im Lotto gewonnen haben, der könnte geerbt, geschenkt, aber wem geht das? Aber das Geld ist irgendwie auf dubiosen Kanälen irgendwie zur Seite geschafft worden früher, oder wie? Nein, sowohl als auch. Ich meine, ich habe dir ja vorhin gesagt, dass ich nicht schlau genug war, genug beiseite zu bringen. Und das gab ja dann auch damals Zeiten, wo zum Beispiel kann mich an eine Situation erinnern, wo mit diesem besagten, ich habe diese Porsches, das waren dann ein paar, die ich gehabt habe, da war halt irgendwann hatte ich mal einen Unfall und habe das Fahrzeug reparieren lassen und die Versicherung hat es nicht bezahlt, dann weil es da Streitigkeiten gab und die Reparatur war dann so fast 30.000 Mark. Ja. Und die konnte ich dann, ich habe das Auto geholt, die Versicherung hat nicht bezahlt, ich konnte nicht mehr bezahlen, zum damaligen Zeitpunkt dann. Und wollte es dann irgendwie auch gar nicht mehr. Da war halt dann auch psychisch ist man auch ein bisschen durch den Wind, weil man ja merkt, es geht ja vieles kaputt, es geht vieles den Bach runter. Und aus diesen 30.000 Mike von damals, die jetzt, was weiß ich, 12 Jahre oder was das jetzt zurückliegt, ich kann das nicht genau sagen, da wären halt dann einmal ganz schnell 60, 70.000. Weil das mit Zins und Zinseszins und Anwaltsgebühren und mit Inkassogebühren und weiter. Aber es gab keine Insolvenz bei dir. Es gab keine Insolvenz. Was machst du denn? Weil ich die bewusst nicht gemacht habe. Es gab eine Offenbarung, seit ich abgelegt habe, und zwar mindestens schon dreimal jetzt, weil man den ja alle 3 Jahre kommt ja der liebe Herr Gerichtsvollzieher und will den erneuert wissen. Ja. Du bist im Moment beruflich nicht tätig. Ich bin beruflich im Moment nicht tätig, das ist richtig. Du machst dir ein ganz schönes Leben mit der Kreditkarte von dem Sohn. Weil ich meine, meine Söhne sind auch selbstständig, wenn ich das mal so formulieren darf, allerdings so im Bereich Autohandel, Ankauf, Verkauf. Und das ist ja so ein, du bewegst dich ja so immer wieder auch im Halblegalen. Sag mir, was illegal ist. Naja, wenn du mir gerade zugestanden hast, dass das Geld auf irgendwelchen dubiosen Kanälen zur Seite geschafft worden ist, wäre das dann illegal. Frage, die dahinter steckt, ist, gibt es da so ein Gewissen für, eine Gewissenssensibilität, dass du ein bisschen belastet bist oder denkst du auch egal? Weißt du, wo ich sensibel bin? Ich bin sensibel, wenn es darum geht, dass irgendwo Frauen vergewaltigt werden. Ich bin sensibel, wenn es darum geht, dass Kinder misshandelt werden. Ich bin sensibel, wenn es darum geht, dass man alte Leute schlecht behandelt in Altersheimen oder was auch immer. Aber ich bin nicht sensibel, wenn durch die Gier oder Dummheit gestandene Geschäftsleute um Geld gebracht werden. Weil letztlich kann man immer nur dann, es ist hier von diesen ganzen Firmen, die jetzt noch Geld zu kriegen haben. Da ist keine dabei draufgegangen, da ist keine dabei irgendwo in den Tod getrieben worden. Da ist also nichts Größeres, nichts Schwierigeres entstanden. Natürlich war es nicht korrekt. Aber hinter Firmen stecken ja immer auch Mitarbeiter und Arbeitsplätze und nicht nur die geldgierigen Geschäftsinhaber. Ja, das ist schon richtig. Aber ich meine, ich kann dir natürlich nicht sagen, ob jetzt vielleicht eine Firma dabei gewesen ist, die jetzt einen Mitarbeiter hat einsparen oder ausstellen müssen durch unser Handeln oder tun. Das kann ich nicht. Aber das ist mir dann auch. Also du bist mit dir im Reinen. Ich bin mit mir im Reinen. Ich mache mir da wenig Gedanken. Du bist ja erst 44 Jahre alt. Erst oder schon. Naja, nee. Wie soll das so weitergehen? Das ist die große Frage. Ich habe also die letzten 1-2 Jahre immer öfter darüber nachgedacht, dass es natürlich schon eigentlich eine recht geschickte Sache wäre, in die private Insolvenz zu gehen. Dann aber allerdings in Frankreich oder wo die Sache in einem Dreivierteljahr über die Bühne ist. Also hier diesen ganzen Mist mit diesen 6-7 Jahren, das würde ich mir also nicht antun. Aber letztlich, wie gesagt, habe ich natürlich auch, man bewegt sich ja dann irgendwo schon auch immer, ich kann dir das schon sagen, glaub mir das, Jürgen, ich habe mich immer mit Leuten abgegeben und immer in Kreisen bewegt, die mir irgendwo ähnlich waren. Heute kenne ich viele Leute, denen es ähnlich geht wie mir. Ich würde dich mal gerne noch fragen, so ganz grundsätzlich, du bist ein Lebemann, kann man so sagen, ne? Vielleicht kann man das so nennen. Ja, kann man so nennen. Wie kannst du dir das bei dir so biografisch erklären, woher diese Ader kommt, dass du so einen Spaß daran hast, zu leben, viel Geld zu haben? Kommst du aus vielleicht
aus sehr armen Verhältnissen, dass du vor Mangel gelitten hast, oder wie kommt das? Eigentlich überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil, mein Vater, der natürlich mit meinem Lebenswandel alles aber überhaupt nicht einverstanden ist, große, große Probleme immer wieder gegeben hat und eigentlich auch heute noch gibt mittlerweile, toleriert das halt, weil er älterer Mann ist, der auch nicht viel ändern kann. Aber überhaupt nicht. Mein Vater ist also sehr, sehr wohlhabend, der könnte meine Schulden ohne weiteres schnell mal wegbezahlen. Gibt es keine psychoanalytische Erklärung, woher das eventuell reden? Ich kann beim besten Willen nicht. Meine Autos machen vielen Männern Spaß. Ja, allerdings, ja. Reisen ist allgemein auch was Schönes. Tolle Hotels und sich gut bedienen zu lassen, tut auch nicht weh. Bitte? Du hast gerade am Anfang was gesagt, ich kann mit Geld nicht umgehen und irgendwie, ich finde das auch gut, das macht Spaß. Ja, natürlich. Da wollte ich gerade nur drauf sagen. Also mir ist auch jemand lieber, der sagt, ich kann mit Geld nicht umgehen, als wenn ich an einen knochengeizigen Typ komme. Natürlich ist die Gefahr, wenn man mit Geld nicht umgehen kann, dass man sich reinreitet, natürlich immens. Aber jemand, der großzügig ist und auch mal wirklich ein bisschen mehr rausschmeißt, als er hat, ist mir persönlich auch lieber als jemand, der mit so ein Pfennigfuchser ist. Ja, das muss man halt immer schon im Einzelfall betrachten. Natürlich. Auch, dass ich natürlich auch zum Teil ausgenutzt wurde, dass man zum Teil auch mithalten wollte und musste mit anderen Leuten, obwohl man es sich nicht hätte leisten können und heute auch noch irgendwo in dem Zwang ist. Weißt du, Jürgen, das werden viele Leute nicht verstehen. Vielleicht der ein oder andere wird mit Sicherheit im dunklen Kämmerchen nickend und zustimmend reagieren, wenn er euch hört, was ich jetzt sage. Du kommst aus diesem Teufelskreis auch gar nicht mehr raus, ohne nicht ganz massiv das Gesicht zu verlieren. Schau mal, ich denke mir oft, ich wohne ja doch in einer Kreisstadt, die relativ klein ist. Ja. Hier kennt man mich jetzt immer mal wieder, dieses Beispiel Audi A8. Hier kennt man mich mit dem Auto. Ja, wobei, mein Bedauern, mein Bedauern hält sich so ein bisschen in Grenzen, ja, wenn ich so gehört habe, wie du bisher gelebt hast. Lieber Christian, ich finde das interessant, mit dir zu reden, aber uns läuft die Zeit weg. Okay, alles klar. Jetzt haben wir mal einen Blick in eine ganz andere Welt gemacht, die wir hier so oft auch nicht zu hören bekommen. Lass mir noch einen Satz sagen. Bitte. Bitte einen letzten Satz noch. Ich meine, dieses Motto ist, der Ruf ist ruiniert, lebt sich bestens und schöner, das Käse. Mir wäre es auch alles anders lieber. Mhm. Aber es ist halt jetzt mal so, wie es ist und glaub mir, die Leute, ich möchte sagen, nur als Trost gewertet wissen für die Leute, die hier von 20.000, 30.000 Euro sprechen, die sie in den Miesen sind oder so, das mag für die Leute von der Summe her auch durchaus schon ein unüberschaubarer Berg sein, aber das lässt sich alles irgendwie regeln. Aber 500.000, die lassen sich halt immer so einfach wegzaubern. Ja. Nicht so einfach. Nicht so einfach. Nicht so einfach, genau. Ich hätte es nicht verstanden, ja. Lieber Christian, ich danke dir für den Anruf. Alles Gute. Ach, gerne, du mach weiter so, du machst es schon nicht schlecht. Dankeschön. Okay, alles klar. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und das Thema heute Nacht heißt, mit Geld kann ich nicht umgehen. Wer von euch kann mit Geld nicht umgehen? Margaret, wie ist es bei dir? 59. Ja. Ja, guten Abend, Domian. Ja, schönen guten Abend. Folgendes, Domian, ich habe Geld geerbt gehabt. Ja, wie viel? 150.000 D-Mark, das war noch D-Mark. Ja. Und hatte da ein befreundetes Ehepaar. Das Ehepaar kannte ich 20 Jahre. Und die baten mich, die haben das mitbekommen, dass ich Geld bekommen habe. Und sie hätten Schwierigkeiten mit ihrem Haus. Sie brauchten Geld. So, und da ich die schon so lange kannte, habe ich mir auch keine Quittung ausstellen lassen. Das Dumme war, ich bin mit ihr zur Bank gefahren ja. und wenn ich ihr das Geld da überreichen wollte, hat sie gesagt, nein, mach das bei mir im Auto. So, das war's, als ich sie angerufen habe später. Stopp. Ja. Wie viel Geld wollte sie haben? Ja, für das Haus so viel, bis ich gesagt habe, ich habe nichts mehr. Also 150.000, also die gesamte Erbschaft dann quasi. Ja, meine Erbschaft. Ja. Ich war so dumm und habe mir keine Quittung geben lassen. Und einen Anwalt habe ich dran gesetzt, aber der hat natürlich verloren, weil ohne Beweise ist das schon schlecht. Ne? Das heißt, das Geld ist weg. Ja, natürlich. Und das waren gute Bekannte von dir, Freunde? Ja, 20 Jahre kannte ich die. Oh Gott. Ja, und das Schlimme ist, meine Eltern wollen, dass es mir etwas besser geht. Ich bekomme schon ab dem 32. Lebensjahr eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Das heißt, du hättest das Geld gut gebrauchen können? Ja, natürlich. Du warst nicht eine reiche Frau, wo es nicht drauf ankommt? Richtig. Ich bekomme nur ganz wenig Rente. Das war damals, als du diese... Wann war das, diese Erbschaft? Das ist
99 geworden. 99. 1999. Das war für dich da ein ganz großes Glück, dass du so plötzlich so viel Geld zur Verfügung hattest. Klar, wir waren, also auch ich habe noch einen Bruder, wir waren so überrascht. Mhm. Also von wo kam diese Erbschaft? Mein Vater hatte das, der hatte wohl verschiedene Versicherungen, der hatte Grundstücke verkauft. Mhm. Von daher kam das Geld und er war sehr, sehr sparsam. Also das heißt, wenn du dieses Geld damals gut angelegt hättest, hättest du immer so eine kleine Rente zusätzlich noch jeden Monat. Richtig. Sag mal, warum warst du so, ich sag mal, entschuldige, wenn ich den Begriff benutze, so naiv? Ja, warum, haben mich schon viele gefragt, aber habe ich nichts Böses dabei gedacht und war nachher passiert, ne? Ja, ich meine, insofern kann man dich ja auch verstehen, wenn du sagst, du kanntest diese Leute 20 Jahre und die gehörten zum engen Freundeskreis. Ja. Wie haben die denn dann reagiert, als du irgendwann gesagt hast, ich möchte das aber zurückhaben? Nein, könnten sie nicht. Nach wie vielen Jahren oder Monaten hast du denn gesagt, ja, wann kriege ich es zurück? Ja, vorige Tage habe ich sie noch angerufen. Ach so, jetzt, heute noch? Ja, nee, heute nicht, vorige Tage. Naja, gut, aber zur heutigen Zeit noch. Ja, ja. Mhm. Dann, weil der Ehemann verstorben war, da habe ich gedacht, oh, das war ja auch der Drahtzieher, habe ich sie angerufen. Und da sagte sie nur zu mir, ich kann momentan nicht sprechen, ein anderes Mal. Tja. Hast du denn in diesen Jahren immer wieder Kontakt mit diesen Leuten? Ich habe versucht, die anzurufen, ja. Und die haben aber abgewiegelt? Ja, natürlich. Die haben gesagt, ja, die haben mir vorgeworfen sogar, was hast du gemacht? Ich sage, ja, ich musste doch einen Rechtsanwalt nehmen. Das warf sie mir noch vor, dass sie einen Rechtsanwalt genommen hatte. Ne? Und der Rechtsanwalt, der hat das verloren, ja. Es gab sogar ein Verfahren? Ja, ja. Ach so. Das heißt, ihr habt vor Gericht gestanden, du und diese Freunde. Ja, ich war gar nicht zu Gericht, weil ich zu sehr krank bin. Mhm. Das sind Aufregungen für mich. Also. Und die haben vor Gericht das abgestritten, dass du je natürlich etwas gegeben hast? Natürlich. Boah. Natürlich, ja. Haben die alles. Das ist ja auch menschlich, so eine unglaubliche Enttäuschung, ne? Natürlich, natürlich. Und das Dulce ist ja, sie sagte irgendwann zu mir, wo ich das viele Geld noch hatte, 2000 D-Mark tun wir mal für dich auf eine ganz andere Bank, wenn du mal so Geld brauchst. So, ja, habe ich gesagt, ist in Ordnung. Und sagte, du brauchst aber nicht mit reingehen, ich erledige das schon. So. Und wo der Rechtsanwalt dann schrieb, sie hätten ja Geld von mir erhalten, da kriegte die Antwort, jawohl, 2000 D-Mark. Ja, das war also. Aber was für eine Boshaftigkeit und Durchtriebenheit. Ja. Auch, dass sie gefordert hat, dass du das Geld im Auto überreichst, damit da keine Zeugen bei sind. Richtig, ne? Da hätte ich doch nie dran gedacht. Ich habe gar nicht so weit gedacht. Ich habe nur gedacht, ja, wieso? Weißt du, Margit, mich wundert diese enorme Summe, wenn die gesagt hätten, Margit, pass auf, wir brauchen 20.000, 30.000 Mark. Ja. Aber gleich so viel, gleich alles. Ja, das kam immer wieder kamen sie, bis ich dann später gesagt habe, ich habe jetzt nichts mehr. Ach so, das ging so, ach so, du hast es nicht mit einem Schlag gegeben? Nein. Ach so. 20, dann 30. Ah, verstehe. Ja, aber da hättest du doch schon vorgewarnt sein müssen, als sie immer mehr wollten. Ja, sie hatte ja zu mir gesagt, egal was ist, ich zahle dir jedes auf Rentenbasis zurück. Mhm. Und sie ist ja längst in Rente. Ne? Mhm. Und die haben auch beide sehr, sehr gut verdient. Also ich habe das sowieso nicht begreifen können. Und die haben auch noch ein Haus. Ja, ja. Das heißt, das könnte man dir wunderbar geben, das Geld heute. Ja, normal, ja. Mhm. Mhm. Ja. Das liegt ja jetzt schon einige Jahre zurück. Ja. Hast du damit deinen Frieden schon gefunden oder wühlt dich das immer noch sehr auf? Nein, manchmal. Ich sage ja, die Erwerbsunfähigkeitsrente ist nicht hoch. Und wenn dann so alles, Miete, sage ich jetzt, wegkommt und GEZ und es ist ja alles so teuer geworden, dann denke ich schon öfter, mein Gott,
das war echt dumm. Also, es ist wahrscheinlich immer naiv. Ich hätte besser leben können. Es ist wahrscheinlich immer so ein Zorn, den du sowohl auf die Leute hast, aber auch auf dich selbst, ne? Ja, ja, natürlich. Aber weißt du, vielleicht gibt es ja doch irgendwie eine höhere Gerechtigkeit, dass dieses Geld denen auch kein Glück bringt oder gebracht hat. Nee, er ist ja gestorben in hier sehr jungen Jahren, ne? Aber nee, das war's. Also du versprichst mir, bei der nächsten Erbschaft bist du ein bisschen vorsichtiger. Ich werde jetzt keine Erbschaft mehr. Liebe Margit, ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, tschüss. Tschüss. In der Technik, Gundel Blendin. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Morgen mit einer freien und offenen Themenrunde. Ihr könnt ab 0 Uhr schon anrufen. Um 1 sind wir dann hier. Bis dahin.